Peter von Sinnen, Herbert Feuerstein, Eckart von Hirschhausen, Barbara Schöneberger und Bernhard Kohl. Zum Wohl, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich hoffe, Sie sitzen schön bequem zu Hause, haben es sich gemütlich gemacht, haben ein kleines Weinchen vor sich oder ein Bierchen und ein paar Schnittchen und schauen uns hier zu. Wie Weinchen, Bierchen? Wir stehen hier, sitzen hier vor Wasser? Ja, natürlich. Sie sollen gefälligst auch Wasser saufen. Nein. Zu Hause. Wir müssen ja arbeiten. Wir müssen ist doch wahr. Ja, Sie können ja vorher und nachher trinken, wie ich. Herbert, herzlich willkommen. Geht's dir gut, Herbert? Nein, aber ich bin, ich freue mich, frische Batterien im Herzschritt mache. Und, alles gut. Ja, total schön. Alles gut. Ist das, wir müssen ihn vor der Sendung immer aufziehen mit so einem kleinen Schrauber. Naja, aber wir haben ja heute einen Arzt dabei, es ist ja kein Problem. Was bist du eigentlich für ein Doktor? Ja, was bist du eigentlich für ein Doktor? Herr Baller, das fragen Sie jetzt jedes Mal einen würdiger Kinderdoktor. Genau. Kinderdoktor. Ich bin Dr. Mete und freue mich, heute wieder hier zu sein. Ich habe es gerade freimachen können, obwohl ich gerade mit meinem neuen Programm live auf Tour bin. Ach. Aber für Sie immer gerne hier. Ist wahr. Schön. Ist noch hier irgendjemand von euch auf Tour? Ja, ich. Ja, ich. Im November. Ist schon November? Keine Ahnung. Ich habe die Zeit. Ist ja September. Die Zeit geht ja so schnell vorbei. Man weiß es ja gar nicht mehr. Man blickt ja gar nicht mehr dort. Darf ich mal fragen, was der Herr Dr. Hirschhausen für einen Spruch auf seinen Manschetten knöpft? Das steht Trust me, I'm a doctor drauf. Echt wahr? Haben wir eine Over-the-Shoulder? Nee, Over-the-shoulder haben wir ja noch nie gehabt. Aber hast du dir die anfertigen lassen? Schick, oder? Tatsächlich, trust me, I'm a doctor. Ja. Anfertigen lassen? Nee, die gibt's so. Und schön! Bei welcher Gelegenheit bekommt man als Patient diese beiden Dinge zu? Also wenn, wenn man wenn den Patienten in den Schwitzkasten nimmt, dann kann man die beiden lesen als Patient. Ja. Ach, guck mal, da sitzt ja noch einer. Wir fangen an, ihr Lieben. Sabine Reichel wohnt in Hamburg. Ja? Und Sabine Reichel hat eine schöne Frage. Sie möchte wissen, was ist bitte ein Gitterspieler? Ein Gitterspieler? Ja. Das ist im Spielcasino. Ich machte ja meinen Jahresurlaub, wie ihr euch vielleicht erinnert, in Las Vegas. Ach so. Und da waren wir ja oft und gerne im Casino. Meine Gattin hat... Wie lange waren Sie da? 2,5 Tage. Und die Gattin hat aber die Unkosten reingezockt. Moment. Und ein Gitterspieler, weil man kann ja auf diesem Roulette-Tisch, kann man ja entweder auf Rot, auf Schwarz, auf Zahlen. Und da gibt es ja auch Gitter auf dem Feld. Und man kann Jetons auf so Vierer oder Sechs oder Achter Reihen setzen. Deswegen würde ich behaupten, das ist im Spielcasino ein Gitterspieler. Nee, der setzt auf Vierer, Sechs oder Achter Reihen. Ja, ich glaube, das ist ein Musikant aus dem Bayerischen mit einem Sprachfehler. Gitterspieler. Ja, okay. Welches Instrument spielt der? Johnny Gitter. Welches spielt der? Gitter, alter Mann, das war die Pointe schon. Ist es denn wahr? Ich hätte es gerne noch mal im Original gehört. Gitter. Sagen Sie mal Zwerg. Zwerg. Ich glaube, der Gitterspieler. Sagen Sie mal Zwickau. Zwickau. Und so geht das jetzt immer weiter. Aber ich würde einfach Zellulose hätte ich jetzt schon noch gern von dir gehört. Später vielleicht. So. Ja. So. Ja. Na, sag mal. Ein Gitterspieler ist einfach nur jemand, der professionell Schiffe versenken praktiziert. Und mit einer optimalen Strategie, die verhindert, auf Felder zu setzen, die bereits ausgeschlossen werden können, weil man das danebenliegende Schiff bereits versenkt hat, in einer optimalen Art und Weise vermeiden kann. So dass man, wenn man sich von oben betrachtet, rückwirkend gesehen hat. Ich glaube, es ist ein Wellensittich. Ich glaube, es gibt Vögel in Käfigen, die gerne an diesen alten Meisenknödel spielen oder an den Spiegelchen und an Was den Rassen. Was ist denn ein Meisenknödel? Ein Meisenknödel? Das ist nicht so? Eine Delikatesse für Ziervögel. Das wenn man es mag. Wenn man's, ja, du bist ja auch kein Ziervögel. Ne? Ich zieh mich nicht. Wirklich, das ist ganz toll. Es gibt Kanarienvögel. Das sind die da so drin hängen. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist ja so drin. Und ah, ja, 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 es gibt Kanarienvögel, die in ihren viel zu kleinen Vogelkäfigen an dem Spielzeug spielen, die ihnen der Besitzer oder die Besitzerin reindrapiert hat. Und es gibt die sogenannten Gitterspieler. Das sind diese kleinen Wellensittiche, die immer nur an den Gittern sich so rauf und runter knabbern mit ihren Schnäbelchen. Ist ja ein Gitterspieler ist ein Hero, ein Gitter-Hero. Nicht Gitterspieler, also Gitterspieler. Also, sorry, mach weiter, Leute. Wo soll ich denn noch Gitter?
Ein Sind Vorschlag wäre, das ist, hat mit dem Gefängnis ja. zu tun. Ja. Ja? Und das sind also entweder verknastete Fußballer oder... Maurizio Gaudino zum Beispiel. Zum Beispiel. Spiel ist er. Ja, wer immer... Nächste Frage. Wie findet ihr Schach? Ja, die spielen Schach sozusagen in der Senkrechten. Und es braucht so ähnlich wie bei der Schachnovelle von Stefan Zweig, spielt man im Knast Gitterspiel. Und da muss man sich den ganzen Tag nur vorstellen, wie man sozusagen auf den imaginierten schwarzen, weißen Feldern hin und her zieht. Das ist zu zweit sehr, sehr schwierig, aber man hat ja auch Zeit. Ich glaube, ein Gitterspieler ist eine ganz spezielle Spielart des Kickers, wo nicht nur von links nach rechts, sondern auch von vorne nach hinten gespielt wird und noch weitere Fußballer längs zur Spielbahn eingezogen sind, sodass man zu viert spielt. Ziemlich durcheinander. Dann hat man, ja, dass das eine Gitterform entsteht da. Kann man das hat aber mit Sport zu tun, ne? Bitte? Hat aber mit Sport zu tun. Ja. Ja, im Sinne von ja. Wenn ich ja sage, ja. Wenn ich ja sage, ja. Seit wann ist denn ja, wenn Sie ja sagen, ja? Hat mit Sport zu tun. Das, ja, also dann ist es eine Formation beim Fußball, dass die, wie heißt es noch, Dreier, Vierer? Die Ketten, meinst du? Die Ketten. Die Viererkette. Nee, das glaube ich nicht. Drei, Viererketten. Aller Länder vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren außer euren Ketten. Genau, sozusagen. Beim Billard. Was ist ein Gitterspieler? Reg dich jetzt nicht auf, wenn es dir falsch ist. Beim Billard, ich kann diesen Ich möchte gerne an Feuerstein weiterhören. Ich habe keine Lust, mit dir über Billard zu reden, auch nur. Ne? Denn ich weiß genau, es ist der falsche Weg. Ja, ist er das? Ja. Ist er nicht? Versuch es. Lass uns einfach mal jetzt uns anschauen, bis einer schwach wird. Ne? Wie, bis einer schwach wird? Ich sehe das immer bei den Boxern, wenn die anfangen da vorher. Ja, da ist ja irgendwann mal Schluss. Nicht bei mir. Ihr macht jetzt aber nicht dieses in die Augen gucken, bis einer blinzelt oder wenn einer lacht oder sowas. Und was ist ein Gitterspieler? Also Billard ist falsch. Das ist jemand, der beim... Nicht beim Billard, sondern beim Dart nie trifft, sondern immer nur das Gitter anhaut, genau in der Mitte. Und das dauernd runterstürzt und er so einen Hals hat. Also Spiel, nochmal ganz einen Schritt zurückgelegen. Spiel ist etwas, wenn etwas wackelt. Also etwas hat Spiel. Es ist nicht, Wir waren aber schon beim Sport. Sport ja? Und beim Sport. Was ist das mit Basketball? Baseball, irgendwie übers Ziel hinausgeschlagen wird und eben in so ein davor für vorgesehenes aufgebautes Netz oder Gitter geht? Das war ein Scheißball. Basketball auch nicht. Was ist denn da der... Wenn Sie einfach jetzt sagen, Basketball ist richtig, dann werden wir hier intim ich darauf... Ich denke kommen. Überhaupt nicht dran. Aber was ist denn interessant am Gitter? Am Gitter ist interessant, dass irgendwas entweder von unten hochkommen kann, zum Beispiel Luft, wie in berühmten Filmszenen, oder dass etwas durchfallen kann, wo man danach nicht mehr ran kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und, oder eben das Gitter ist senkrecht. Die olympische Disziplin des Münzen gegen die Mauer werfen. Demnächst wer, olympisch. Wer näher dran ist, gewinnt. So, und wenn man das jetzt bei einem Bordstein macht mit einem Gulli, dann hat man... Verloren. Dann gewinnt immer nur der, dem der Gulli gehört. Dem der Gulli gehört. Also Basketball stimmte nicht, sonst behaupte ich, dass das Gitter über dem Korb das Gitter ist und jemand, der dauernd nicht... Ist über dem Korb ein Gitter? Nein. Ein Brett. Ich spiele so selten Basketball. Badminton. Beim Badminton. Das reicht. Beim Badminton braucht Bernhard besondere Bälle. Tennisschläger ist nicht Gitter. Und. Keine Ahnung, aber Barbara, aber nicht einfach lassen. Vielleicht und zwar ist der Tennis mal gehen, ne? Wegen Netz? Jetzt schau nicht schon wieder so. Die Bespannung des Schlägers nennt der Profi Gitter. Nein, Bespannung. Aber nein, ich glaube, Gitter. Es gibt nein, Gitter, die decken Lampen ab. Und vielleicht was gibt wäre denn das Gitter vom Gitterspieler? Das, vielleicht kommen wir da kein an. Gitterspieler. Nein, aber ein Lochspieler. Golf, Herr Balder, Golf. Dann lass uns mal hier, wir kommen gleich mit der letzten Show. Ich glaube, dass das Gitter nicht im Sinne eines Gitters, eines materiellen Gitters, sondern entweder als Mensch oder als eine Strategie. Also jemand, der ein Gitter spielt, der spielt immer an bestimmten Punkten. Deswegen war ich auch schon bei Schach. Vorher, genau. Ich sag's euch mal. Eishockeyspieler müssen bis zum 18. Lebensjahr einen Helm mit Vollvisier tragen. So ein Vollvisier besteht aus einem Gitter. Daher ist das ein Gitterspieler. Normalerweise hat der Eishockeyspieler einen Helm mit einer halben Plastikscheibe. Der Einzige, der mit Gitter spielt, ist der Torhüter. Kinder bis 18 oder Eishockeyspieler bis 18 Jahren müssen. Und ab 18 Jahren haben die so keine Zähne mehr, dann kommt auch nicht mehr drauf. Exakt, so ist es. Sabine Reichel aus Hamburg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Komm.
Wenn Sie zu Hause eine schöne Frage haben, meine Damen und Herren, oder mehrere, können Sie uns sie einfach schicken. Genial daneben 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1120. Oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Sie können es auch machen wie Wilfried Zinngräbe aus Hannover. Der ist nämlich heute Abend bei uns. Wilfried, wo sind Sie denn hier? Wo? Dort oben. Da ist er. Gut. Wilfried, herzlich willkommen bei uns. Und ich stelle jetzt mal Ihre Frage. Vielleicht sind Sie nachher, wenn Sie rausgehen, um 500 Euro reicher. Wir werden es sehen. Wilfried möchte wissen, was ist ein Birnenstopfer? Das ist ein Käfer. Das ist doch klar. Das ist ein Käfer. Also das Obst an sich wird ja gerne befallen von dem einen oder anderen Käfer. Und der Birnenstopfer, der macht Höhlen in den Birnen, um seine Eier oder was wie immer Käfer sich vermehren, wahrscheinlich mit so, ich weiß es wirklich nicht. Und wenn er dann in die Höhle sich reingefressen hat und dann will er seine Eier und seine Nachkommen zeugen, dann macht er das Löchlein wieder zu, deshalb ist es ein Insekt. Gibt es denn auch Käfer, die in Äpfel gehen? Ja. Wie heißen die? Die heißen Äpfelbohrer. Es gibt Stopfer. Es gibt auch Äpfel. Die lassen das offen, die stopfen es nicht zu, die gehen immer rein, die wollen Frischluft. Ah. Es gibt auch Käfer, die in Hirsche gehen. Weil es gerade so ruhig ist. Ist das nicht so ein Ding? Früher hat man ja Socken, die Löcher hat nicht weggeschmissen. Und ich glaube mich zu erinnern, das war, da habe ich schon gelebt, das war im 18. Jahrhundert, da gab es so ein birnenförmiges Ding. Ein Holzei. Und da hat die Socke drüber und hat sich gestopft. Das ist wie eine Stopfbirne. Das ist aber Stopfei. Naja, da, wo du wenn man herkommst, aber Birnen, wenn man das sehr fest in der Hand hielt, das Stopfei, dann... Das war's nicht. Nein. Wie wär's mit einem Schnaps? Wie wär's mit einem Schnaps? Sehr gute Idee. Aber ich sag's auch, wie wär's mit einem Schnaps? Das ist, es gibt doch so lustige Schnapsflaschen. Da sind teilweise auch so ganz merkwürdige in mexikanischem Bier, glaube ich, Würmer. Oder, ja. Und der Birnenstopfer ist eine bestimmte Schnapsflasche, wo die Birne vorher reingestopft werden muss. Und die wächst dann in der Flasche. Und das ist ein sehr lustiger visueller Effekt. Das ist eine wie heißt das, Williams-Christbirne? Nee, das ist wieder was anderes, ne? Aber es gibt auch ein, ja? Aber also eine Birne in der Flasche? Ja. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass eine Birne, wenn sie in reinem Alkohol liegt, noch weiter wächst. Nur die Leber wächst. Nee, kann man ja hinterher. Gut, dass wir dich haben studieren lassen. Ja. Birne, ich glaube, sie wird auch nicht schlecht, die Birne dann, ne? So. Nee, Alkohol konserviert, das sieht man ja an ihm. Ich weiß, ja. Ja. Das hilft ungemein. Ich glaube, wir sind im Kriegshandwerk. Im vergangenen Kriegshandwerk, da wurden ja Kanonen gestopft mit birnenförmigen Stopfern vorne. Ja. Und die mussten richtig zusammen. Und das Ding nennt man Birnenstopfer. Da bekommt jemand Angst. Schade, und sofort. Das ist falsch. Komplett, nee, ich glaube, ja. Du nimmst aber jetzt die. Wahrscheinlich nimmst du jetzt die zweite Lösung, die er dir gegeben hat. Ja, Birnenstopfer. Der Birnenstopfer ist einfach Dr. Eduard Birne. Ein Erfinder für Abwasserreinigungssysteme, die als Rücklaufschlagventiltechnik angewendet nun mal verhindern, dass es stinkt im Bad. Das ist vielleicht ganz einfach so ein Spottausdruck für einen Streber, der sich die Sachen in die Birne stopft. Das ist sehr schön. Das Wissen. Das ist schön. Das ist gut. Ich bin in der deutschen Geschichte und ich glaube, Birnenstopfer war unter Journalisten die Summe Geld, für die Helmut Kohl bereit war zu steigen. Einige Politiker heute noch lernen könnten, wenn man nichts zu sagen hat, sollte man wenigstens so tun, als hätte man was zu verschweigen. Natürlich, ja, natürlich. Finde ich gut. Aber du hast schon eine Antwort. Ich hatte bei der Birne, vielleicht gibt es, ist ein Birnenstopfer, die Halterung, bei der nicht Schraub, sondern Steckbirnen in Halterungen von elektronischen Leuchtsystemen eingebaut werden. Nee, aber vielleicht sind wir wirklich in der Elektronik. Haben Sie die Bewegung gesehen? Die ist toll. Das macht der, ohne zu üben, kann der. Ja. Herr Feuerstein war jetzt gerade bei, was ich nicht schlecht finde, bei Köchen, also kulinarisch, entweder wie man Birnen vielleicht stopft mit Füllungen. Gänse so? Nee, es hat was mit der Kochkunst zu tun. Nee, mit Kochkunst? Oder Schnapsbrennerei. Ja? Hat das was mit Kochkunst zu tun? Nein. Schnapsbrennerei? Ach, überhaupt nicht. Es hat was mit Stopfen zu tun. So. Oh. Nein. Birnenstopfer. Ich hätte dich ja, aber du bist ja zum Glück Mediziner, sonst wäre ich irgendwie in der Medizin gewesen. Birnenförmige
Du siehst, wir gehen davon aus, dass du Dinge alles auf der Medizin Wunden und Birnen, das stimmt. Da, ja, das ist gedacht, der Doktor Hirschhausen könnte vielleicht Medizin sagen, aber... Medizin, es kommt aus der Medizin. Ich dachte, ist es vielleicht eine bestimmte Wunden, Art von Tupfer oder ja, sowas? Ja, das meine ich, um Wunden abzu... Na, da jetzt, also, jetzt hat er keinen Spaß mehr. Birnenstopfer, jetzt denk doch mal nach, verdammt! Also es ist ein Instrument in der Chirurgie. Ich habe das nie benutzt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich distanziere mich von Birnenstopfen. Das hat man aber früher gemacht. Ne? Ist es so, zum Beispiel dieses Teil, womit man die Reflexe testet und aufs Knie haut? Das ist heißt Reflexhammer. Ach so, aber es sieht aus wie eine Birne. Komm, denk mal. Nee. Ist der Birnenstopfer vielleicht ein, ich bin so bei der Mikro, bei der Endoskopie. Du bist immer bei Mikro. Entschuldigung. Ja. Oh. Guck mal, also, lass mal das. Eine fand die gemein, aber das löst jetzt Mitleid aus. Ja, ja. Ich denke, du willst nicht irgendwie der Birnen, ich bin bei der Endoskopie. Wenn sehr kleine Öffnungen in den Körper gemacht werden, um innen drin großräumig leer zu räumen. Oh Gott. Und dann hat man natürlich... So, und der Birnenstopfer ist vielleicht einfach wirklich so ein extrem kleines Plastikteil oder Gummiteil, was in ein Blutgefäß gesteckt wird, damit es dann verstopft, weil es ist... Nein, damit es von einer großen in eine kleine Arterie überleiten kann. So. Deswegen muss es hier in die große Arterie eingeleitet werden, ist deswegen groß wie eine Birne und auf der anderen Seite verjüngt es sich und wird da in die kleine Arterie reingesteckt. Klein wie eine Birne. Warum soll denn eine große Arterie in eine kleine reingesteckt werden? Ja, weil die Freunde sind... Weil man einfach... Moment. Das sind jetzt aber sehr nahe. Um Blutungen zu stillen zum Beispiel, das ist etwas, was man innerhalb der Arterien benutzt. Das würde er wissen. Das Gerät. Das weiß er nicht. Naja, aber, ich hoffe. Aber das würde er wissen. Das sollte er wissen. Er würde es gerne wissen wollen. Und wenn ich könnte, würde ich dir auch aus der Klemme helfen. War das denn eben ein Holzweg-Hinweis mit der Medizin? Weil wenn nicht, bin ich vielleicht in der Zahnmedizin. Aber dass es etwas ist, um Füllungen in Zähne zu fixieren, zu stopfen. Was ist denn Zahnmedizin, richtig oder? Weiter. Ja, richtig oder? Weiter. Richtig, hat sie gesagt, ein oder? Ein Birnenstopfer, also der Zahn, der aufgebohrte Zahn wird geblasen, aua, du liebst Schmerzen. Zahnarzt, ne? Mit der Luft. Der gezogene Zahn, da wird die... Ne, wir sind, glaube ich, mit dem aufgebohrten Zahn. Weiter. Und mit dem Birnenstopfer wird diese früher noch Amalgamgedöne festgedrückt. Das ist ein Haken mit am Ende einer birnenförmigen Verdickung. Ich lasse Geld. Ja! Es tut mir leid, mit dem Birnenstopfer stopft der Zahnarzt die Füllung fest und gibt ihr die richtige Form für den Gegenbiss, damit das stimmt. Der Kopf sieht aus wie eine kleine Birne, deswegen heißt das Ding Birnenstopfer. Tja, Mensch, Wilfried, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld, Frau von Sinn. Traurig, ne? Gucken Sie sich Wilfried noch Geld, einmal da müssen Sie wohl noch mal einen Privatpatienten rannehmen. Ja. Du, Bernhard, die Zahnärzte leben alle von der Hand im Mund. Ja, genau. Er gießt sich schon wieder da den... Ich habe hier, das gibt schwarze Flecken, dann mache ich eine professionelle Zahnreinigung. Dann kann ich... Gut, gehen wir mal nach Bonn, meine Damen und Herren. Hier, auf geht's. Geburtsstadt von Bernhard Hoeker. Nein, dort wohnt Renate Appelt. Kennen Sie die vielleicht? Ich möchte das kurz korrigieren, sonst steht da falsch bei Wikipedia drin. Mein Geburtsort ist Neustadt an der Weinstraße, bevor es bei Wikipedia wieder jemand falsch einträgt. Aber Sie wohnen in Bonn. Ich möchte nichts über mein Privatleben äußern. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Hat er von mir kennen gelernt. Sie, kennen Sie Kommentar. Renate Appelt? Oh, die! Das ist aber hier sowas von. Wer ist das? Wohnt in Bonn und hat folgende Frage. Warum hängen in Wien neuerdings an 12 Betonwänden graue Reliefs, auf denen eine Taube zu sehen ist? Das hat was mit Frieden zu tun, natürlich. Give peace a chance. Und, an jeder dieser 12 Mauern in Wien hängen 2 dieser Reliefs. Die Reliefs tragen die Aufschrift Wiener Wand. Was soll das Ganze? Dort ist eine Taube zu sehen. Immer 2 Reliefs an einer großen 12 Mauern in Wien. An jeder Wand eine Taube, oder wie? 2. 2 Tauben. 2. Okay. Ist das nur eine Jahresaktion oder sind die jetzt für die Ewigkeit an den Wänden? Ich weiß nicht, die sind bestimmt für länger, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange die da hängen. Hat das irgendwas mit Geschichte zu tun, Wiener Kongress? Ist das eine Erinnerungsgeschichte? Waren da Tauben?
Ich weiß gar nicht, was beim Wiener Kongress überhaupt los war. 1815, da wurde getanzt. Wiener Kongress. Wurde getanzt. Ja, und wurde da irgendwie ein war's schön? War schön. Hattest du eine Tanzpartnerin? Es gab ja auch den Film, der Kongress tanzt. Ja. Ich hatte eine Sissi, hatte ich da. Natürlich. So, also, warum? Warum hängen da Reliefs mit Tauben? Was ist ein Relief? Relief heißt einfach, du hast im Prinzip eine glatte Wand und da guckt jetzt Napoleon im Profil raus. Ich glaube, mit Dreidimensionalität war ich eben auch schon auf dem Mausee. Dreidimensional nicht. Es ist etwas Glattes und auf dem Glatzen kommt ein Profil raus. Ja, aber vielleicht ist sie einfach nur ganz schnell von hinten dagegen geflogen. Ist 12-mal. Ja. Also, es handelt sich um Friedenstauben. Das ist doch klar, oder? Nee, ganz normale Tauben. Hat mit dem Friedenssymbol der Taube nichts zu tun? Ist das eine politische Aktion? Hat das was mit Wahlkampf zu tun? Ist es die Partei der Grünen oder der Friedenspartei, die damit... Hat das mit Wien als UNO-Stadt zu tun? Es gibt ja da verschiedene Organisationen der UNO, die das als Symbol haben. Dann müsste es ja die UNO irgendwo als Symbol haben. Ich habe nicht gefragt, wie es müsste. Ich habe gefragt, 12 Stellen. Was ist denn mit der Zahl 12? Hilft uns das weiter? Apostel, was ist das? Das ist gut, christliche Gedöne. Taube ist ja ihr Heiliger Geist. Jesus, 12 ist gut, 12 Apostel. Es ist eine christliche Aktion. Es hängen aber an 12 Betonwänden insgesamt 24 Tauben. Oh. Ja, das ist, weil die Uhr hat 24, also 2 x 12 ist ja 24. Das weiß ich, Relief, keine Ahnung, aber recht. Für jeden Monat eine Wand. 24. Nee, 2 Tauben. Also ich glaube, Taube steht für eine Stunde. Ist ein Jahreszyklus. Sagen wir es mal so, es hätten noch 15 sein können. Es sind nur mal 12. Aber es sind vielleicht Es hängt mit den Mauern zusammen. Bestimmte Mauernstücke. Das sind alte Teile der Mauer, die Deutschland getrennt hat. Was? Ja. Quatsch. Der Taubenmauer. Aber hat es was mit Nationalsozialismus zu tun? Nee, wo waren die Taubenmauer? Die ging durch Wien. Die Taubenmauer ging durch Wien? 1809. Ja, es gibt doch ganz wenige. Wo ging die denn hin? Man muss nur nach Budapest. Es gibt ja noch wenige Stellen mit der alten Mauer. Aber es hat ja wohl keinen Sinn, anzuknüpfen auf etwas, was du gesagt hast, das ohnehin falsch ist. Was haltet ihr von der Theorie, dass es Schulen für Gehörlose sind? Ja, das hatte ich vorher versucht. Aber dann könnten ja auch Blinde dahin gehen, weil die das Relief ja tasten könnten. Ja, aber es geht ja um Taube. Nee, es geht nicht um die, es geht um das Tier Taube. Ja, ja, ja. Ist das denn von der Seite? Das war jetzt auch klar, dass da nicht taube Menschen im Relief abgedruckt sind. Die kann man im Relief auch nicht von Hörenden unterscheiden. Die sind übrigens nicht. Die tauben Menschen kann man im Relief nicht von Hörenden unterscheiden. Vor allen Dingen, wenn du deinen Beton im Gehörgang hast, dann wird es ja auch nicht besser. Ich glaube, den Gag haben wir wirklich zu Tode geritten. Wir können weitermachen. Ich freue mich auf die E-Mails, die wir demnächst bekommen. Ja. Von den Gehörlosen. Ja. Vielleicht ist das... Sagt der Gehörlose zum Blinden, ich kann keine Behindertenwitze mehr hören, sagt der Blinde, sehe ich genauso. Wenn man das, an dieser Stelle haben wir das auch noch. Das war einfach eine ganz, ganz alte Pointe, die ich damals im Sprungbrett vor 30 Jahren machte mit den Tauben. Ich weiß, dass es inzwischen politisch unkorrekt ist. Ich entschuldige mich bei den Gehörlosen. Wenn du das jetzt nicht noch schlimmer gemacht hast. Das glaube ich auch. Ja. Aber Gott sei Dank hat es keiner gehört. Ja. Aber gesehen. Ich war nie Teil dieser Sendung. Ja, ihr Lieben, also ich glaube, das ist alles so ein bisschen in der Sackgasse. So, also ich fasse mal gerade zusammen. Denkt doch mal einfach dran, dass der Wiener an sich, sagen wir mal, eine etwas doch manchmal sehr eigenartige Gattung Mensch sein kann. Und sich schon Sachen einfallen lässt, die sich andere vielleicht nicht so einfallen Wegen seinem lässt. Etwas morbiden Humor? Ja. Vielleicht auch. Vielleicht ist es auf einem Friedhof. Friedhöfe ist gut. Sehr gut. Vielleicht Wien hat viele Friedhöfe. Von Grabstein. Und die haben auch noch dieses tolle Wort für Friedhof. Heißt es nicht Funeral? Funeral? Nee. Funeral, genau. Wo die Lippe. Die Brille. Ich bin mal Friedhof, weil Taube auch so als Symbol der Ewigkeit und der Spiritualität. Taube als Symbol der Ewigkeit? Ja.
Ja? Also natürlich, als Heiliger Geist. Ja. Ich glaube, das sind Gedenkstätten, wo immer eine Taube von Autos oder der Straßenbahn überfahren wurde. Ja. Aber du hast oder umgekehrt, wo eine Taube ein Auto überrollt hat. Bitte, ich als studierte Kunstgeschichtlerin muss ganz kurz einsteigen. Ja. Wieso zeigst du das nicht? In den 90ern. Und zwar in der Ikonografie bedeutet die Taube Taube natürlich Heiliger Geist. Und deswegen muss es mit Friedhöfen zusammenhängen. Aber da waren wir doch vor zehn Minuten schon. Und nur weil du erzählen wolltest, dass ich mal Kunstgeschichte studiert habe. Und hat doch funktioniert. Was? Ich habe auch ein Semester Kunstgeschichte studiert. Ja, und guck dich an, wohin du es geschafft hast. Ist doch super. Leute, ich habe 2 Semester Kunstgeschichte nicht studiert. Grau. Graue Wände. Wenn er uns schon dahin lenkt, dass der Wiener an sich so ein bisschen speziell ist. Was, hängen die über Kaffeehäusern? Kaffeehäuser? Wofür ist Wien noch berühmt? Für Kaffee, für Tanzen, für Walzer, für... Ein Hinweis auf eine bestimmte Stelle. Es ist ein Hinweis, ja. Ein Hinweis. Es ist ein Hinweis. Immer an einer Betonwand 2 Tauben. Ein Hinweis auf einem zum Anfang, Beispiel... Einem Ende. Ja, ein aber Hinweis, dass da ein... Ah, da darf gefüttert werden dazwischen, da, sonst nicht. Nein. Sag doch, dass es um Relief geht. An der Stelle darf gefüttert werden, sonst dürfen Tauben immer nicht. Er sagte immer am Anfang... Eben, das ist eine Mauer. Am Anfang und am Ende. Wenn, es jetzt, wenn er sagt, die sind so ein bisschen makaber drauf, dann sind es vielleicht gefährliche Straßenübergänge und es ist ein Hinweis, da waren wir ja schon Tauben, Heiliger Geist, tot. Es ist ein Hinweis, jetzt auf, zum Beispiel auf die Ampeln zu achten, weil sonst seid ihr tot. Sterben Sie bitte hier. So. Ach so, das ist eine lange Mauer und da ist am Anfang, das ist am ja eine völlig andere Voraussetzung. Vielleicht ist es auch gar nicht... Tunnels, es sind Tunnels. Ja. Und man tastet sich da lang und? Im Dunkeln. Ja und? Könnte man auch Licht machen. Also, ich denke immer noch, dass es vielleicht gar nicht für die Menschen ist zum Gucken, sondern das ist für die Tiere. Das sind vielleicht Toiletten, das ist ja die männliche und eine weibliche Taube. Was ist denn der Unterschied? Wie unterscheidest du die ja? Das ist wir erklären dir jetzt nicht den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Hat das was mit den Fiakern zu tun? Sag mal, was hat denn die... Das ist ein Hinweis. Wer fürchtet denn Tauben? Also ich denke immer noch so, wie man an Fensterscheiben manchmal so die Silhouette von Raubvögeln ranmacht, damit der andere Vögel nicht gegenfliegen. Wer fürchtet Tauben? Ja, Brotkrumen. Die Tauben. Und jetzt pass auf, ich werde es euch mal sagen. Ja, bitte. Ich werde es sagen. Also, ich habe ja gesagt, die Wiener sind ja manchmal ein bisschen anders als andere Menschen. Das meine ich gar nicht negativ. Die Wiener empfinden bei 2 Dingen eine gewisse Hassliebe. Das eine sind Tauben. Auf der einen Seite lieben sie ihre Tauben, auf der anderen Seite hassen sie sie aber, weil sie sie völlig alles eindrecken. Und es sind Sprayer. Die Wiener hassen ihre Sprayer, die alles vollsprayen, lieben sie aber auch. Und jetzt haben sie in Wien 12 Betonwände. Extra Wände, dass sie da sprühen dürfen. Und da haben sie die Tauben als Symbol auch einer Hassliebe rechts und links rangemacht. Und auf diesen Wänden darf man sprayen. Nein! Was? Wir haben so ein Relief hier, das hat man uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wiener Wand? Die Taube auf der linken Seite zeigt nach rechts, die Taube auf der rechten Seite, die andere zeigt dann nach links. Das heißt, Wiener Wand, es sind 12 Betonwände und dort kann sich der Sprayer mal so richtig gegen die Regeln aber stemmen. Sag mal, die haben die Psychologie des Sprayers überhaupt nicht kapiert. Wenn es legal ist, dann macht es überhaupt keine Freude. Es ist wahrscheinlich auch abwaschbar und bei 60, 30 und 90 Grad schrumpft die nicht ein, die Wand. Das denke ich mir auch, Spaß. Aber sie haben es halt so gemacht und Renate Abel aus Bonn. Deswegen ist auch kein Spray dran. Gratulation. Danke sehr. Es ist schon toll, was die wieder so ausmachen. Aber diese Assoziation Graffiti-Spray und Tauben wegen der Hassliebe ist unfassbar. Ja. Die Wiener sind halt ein bisschen anders als wir. Aber kann man machen. Ich weiß nur nicht, ob da überhaupt einer spielt. Ja, ich finde es total lustig. Irgendwann sind die Wände ja mal voll. Hier ist es erlaubt, sich gegen das Gesetz zu stemmen. Aber jetzt wissen Sie wenigstens, was ein Relief ist. Haben Sie gesehen? Du bist heute mal schlauer aus der Sendung raus. Zum ersten Mal. Das war ein Relief, Herr Hohecker. Das war erstmal die Serpel. Ich möchte, dass man auch den Menschen sieht hinter dem, was wir gerade gesehen haben. Den Menschen hinterm Relief. Den Menschen hinterm Relief und nicht nur das Objekt. Gut, aber ihr weiß Bescheid. So, meine Damen und Herren, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich.
So, ihr Lieben, machen wir weiter. Wir kommen zu einer wunderschönen Frage aus Sachsenheim. Das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Sieglinde Klose. Und Sieglinde Klose aus Sachsenheim möchte wissen, was ist ein Fleckenfest? Oh, wie süß. Oh, da treffen sich Fleckenzwerge und feiern. Ja. Ehrlich, stimmt das? Ja. Wer ist das? Meine Eltern. Oder der Gilb. Der Gilb nisst zu den alten Gardinen. Und Herr Feuerstein, sind Sie nicht österreichischer Herkunft? Ja, ich habe das nur verschwiegen. Das Wort Flecken heißt nämlich nicht nur ein Landschaftsflecken, sondern heißt in einigen Dialekten auch ein Stück Kleidung. Ein Fleck. Und ein Fleckenfest ist eins, wo man eine bestimmte Kleidung anlegt, um dann miteinander zu feiern. Zum Beispiel? Eben den traditionellen Flecken des Südschwarzwaldes, der sich durch ein farbenfrohes Muster vom Winter verabschiedet, um den Frühjahrsbeginn zu feiern. Prost. Hä? Prost. Prost auf Trichern. Ja, sehr hübsch, leider verkehrt. Also ich bin mal mit euch. Ich gehe nach all den Jahren mit euch flott. Ich gehe mit euch flott in die Kaninchenzucht. Ja? Das weiße, das schwarze Kaninchen haben sich vermehrt und es kommen wunderbar gesprenkelte, kleine, gefleckte Kaninchen raus und der Züchter feiert ein Fest. Das heißt Mendelfest. Oder auch der Landwirt mit Kühen. Kühen, Flecke, schwarz-weiß, Flecken. Und jetzt sagen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Nein, ich sage nichts. Wie wäre es denn einfach, wenn das Fleckenfest so traditionell gefeiert wird, indem sich die Menschen auf einen Flecken stellen und den nicht mehr verlassen dürfen? Ja, schöne Idee. Bis es regnet und sie im Morast versinken und für immer verschwinden. Und zum Beispiel auf einem Heavy-Metal-Konzert. Zum Beispiel auf einem Heavy-Metal-Konzert. Ich glaube, Fleckenfest ist das Gegenteil von einem Flecklöser. Ja, das sagt ihr mir. Also, ja. Fleckenfest ist kein Fest, sondern es ist ein Zustand. Ja, es ist ein Zustand, wenn ein Fleck auf gar keinen Fall weggehen darf. Also das ist zum Beispiel bei der Markierung, bei der Markierung von Steinen will man fleckenfeste Farbe, die über Jahrhunderte... Fleckenfeste Farbe. Ja, fleckenfest. Und wenn man das dann rangemacht hat und das durchgeerdet ist, dann feiert man das Fleckenfest. Die Streifen auf der Autobahn. Genau, die sind auch fleckenfest. Ich fand Ihren Ansatz nicht schlecht mit Flecken als Ausdruck für Kleidung. Ich glaube, Flecken ist ein mittelalterlicher Ausdruck. Ja, für Flächen. Flecken. Es ist ein Erntedank. Ja, es ist ein Flecken. Die ist Bauern, auch, wenn die abgeerntet haben, feiern sie ein Flecken. Das glaube ich auch. Das, der ursprüngliche... Man spricht ja auch vom Dorfflecken. Ja, genau. Ja? Und wenn so was ist ein Dorfflecken? Ja, ein Dorfflecken ist eine Gemeinde, eine kleinere Gemeinde, deswegen kann auch ein Teil eines Dorfes sein. Und wenn die ein Fest feiern, dann ist das das Fleckenfest. Alle dürfen mitmachen, auch der blinde Fleck. Da bist du ganz schön nachdenklich jetzt. Ne? Um noch mal zu knüpfen. Ich lasse es so gelten. Ja! Also, Flecken hat in Schwaben abgeleitet vom mittelalterlichen Marktflecken, der Stelle, an der Markt stattfand, die Bedeutung von Ortschaft, wie Herbert eben richtig sagt. Und im schwäbischen Raum werden deshalb Stadt- und Gemeindefeste als Fleckenfeste bezeichnet. Korrekt? Danke. Ja, richtig. Ja. Richtig. Na also, gut, nächste Frage. Ich wusste das. Eins schafft er, das wusste ich. Das schafft er immer. Ja, eins, wir haben schon hier die ganze Zeit. Aber hier wird ganz schön geräumt jetzt mal. Ja, absolut. Ich bin gespannt. Nächste Frage könnt ihr sofort beantworten. Ja, sofort. Cornelia Kirsten wohnt in Rostock und möchte wissen, was ist ein Stirnbart? Ein Stirn was? Bart. Bart? Bart. Bart, ein Stirnbart. Ich weiß es. Weigel. Nein, das ist, wenn man... Es gibt auch mal wieder Versuche, die fliehende Stirn des Mannes durch eine Transplantation von einzelnen Haarwurzeln zu kaschieren. Und wenn man dann tatsächlich Haarwurzeln von hier nach hier transportiert hat und vergessen hat, dass die Haare sehr unterschiedlich wachsen, dann muss man sich hier oben immer rasieren. Das sieht total bescheuert aus. Das ist ein Stirnbart. Es hat nichts mit den Haaren zu tun, sondern mit dem Schlüssel. Ja, war ich auch gerade. Ja? Und zwar ist das die Zackerei vorne. Der Bart des Schlüssels. Ja. Schlüssel. Nicht ein Teil des Schlüssels. Nicht hat der gar Bart. Nichts mit Schlüssel zu tun. Das ist auch wieder richtig jetzt. Ja. Der Stirn, was ist aber denn Bart? Versuch was. Okay. Versuch was wert, natürlich, ja. Ist ein Stirnbart einfach nur, wenn man den Kopf so ins Wasser hineinhält und ihn so ein bisschen badet? Ein Stirnbart. Was einfach so. Weißt du, dass das Bart. Das beim Barte des Propheten. Das als Maulwurke. Ich glaube, das ist ein mit Bart. R? Mit ist R. R. Mit R. Wie Relief. Vielleicht ist das.
Also. Das ist eine Säge. Das ist eine Säge. Also eine Säge hat ja auch unten so Zacken wie einen Schlüssel, wie ein Fuchsschwanzsäge oder so. Ja. Und das ist der Bart der Säge. Und der Stirnbart ist, ist eben, dass am Ende das dann aufhört, wo der Griff befestigt wird. Was ist denn ein Stirnbart? Warum heißt das ein Stirnbart, wenn es am Ende... Stirn bezieht sich ja auch auf Stirnseite. Es gibt ja Stirnseiten. Ja. Also vielleicht ist Bart... Ich weiß nicht, warum ich dauernd irgendwie in der Geologie bin oder irgendwie bei... Das wäre mir schon lieber. Die Formulierung gefällt mir. Was? Stirn im Sinne von vorne. Stirnseite gefällt mir. Ne, die Stirnseite. Die Front. Es ist ein Bart. Also sind wir in einem Gebirge. Also wir sind irgendwo, wo etwas von vorne kommt, von der Seite. Und die Stirnseite hat einen Bart. Ein gefrierender Bart. Also ein ausgearbeitetes, reliefartig ausgearbeitet. Erklärt mir das. Zwei Vorschläge hätte ich. Zwei Vorschläge, gut. Ich bin immer ganz kurz. Okay. Ne? Das eine, es hat zu tun mit der Segelfliegerei. Wie wäre der zweite Vorschlag? Weißt du, dass ich da jede Lust verliere? Also den zweiten Vorschlag. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ne? Der zweite Vorschlag ist, es hat mit den Haaren bei Tieren zu tun. Zum Beispiel ein Gamsbart zum Beispiel. Gibt's noch einen dritten? Im dritten Fall bin ich in der Astronomie. Bei den Gestirnen. Und man kennt ja das Phänomen, dass wenn man einen Stern direkt anschaut, dass er dann verschwindet. Und man muss sozusagen dran vorbeischauen, um ihn sehen zu können. Und dabei ja, gibt so? Es... Ja, ist wirklich so. Ich bin bei Booten. Stirnseite. Bei Booten, ja, Bart. Vielleicht ist etwas, womit man etwas lenken kann. Du warst ja schon bei Flugzeugen, jetzt bin ich mal eben bei Booten. Sind wir also auf Gewässer, Herr Rander? Nein, also Hella, ganz ehrlich, ich glaube, das ist falsch. Um mal was Richtiges zu sagen. Ich glaube, wir sind bei der Stirnseite eines Gebäudes. Der Stirnbart, der Bart bei einem Gebäude, das bezeichnet der Firstbauer als ein überstehendes Stück Holz. Simsen. Als ein Sims, eine Stuckarbeit. Und, Dachrinnen. Ja, und der Stirnbart ist halt dann davon nochmal eine Verfransung. Mhm. Eine Verfransung? Ja. Wie sind sieht die denn aus, die Verfransung? So. Sind wir beim Auto, Herr Balder? Was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Stirnbart. Eine ausgefranste Stoßstange. Was? Was? Fragen Sie doch gar nicht erst nach, alter Mann. Also, wo gibt's denn noch Stirnseiten? Was hat noch Stirnseiten? Es gibt Bartwale. Ich wollte das nur feststellen. Ja. Du hast das danke, ja. Die heißen, glaube ich, Bartenwale und das sind dann diese Kämme, durch die du... Aber es gibt auch die Stirnbartwale. Ja. Stirnbart. Ich weiß nicht, ob ihr einen Stirnbart schon mal gesehen habt. Sie natürlich mal wieder in Ihrem langen, langen Leben. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich schon mal, ja. Und Sie sind wahrscheinlich auch wieder drauf gekommen, als die Redaktion Ihnen die Frage stellte. Nein, aber als ich es dann gesehen habe, konnte ich mich dunkel erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe. Wenn man Ihnen Fotos von früher gezeigt hat. Es hat, glaube ich, jeder von euch schon gesehen. Stirnbart. Okay, also wir sind nicht bei Gebäuden und wir sind nicht bei Tieren. So, was und wir hat sind denn auch nicht eine Stirnseite? Menschen. Was? Sind wir bei einem? Wir sind beim Menschen. Wer sagt das? Nein, weil Sie gerade Ihr so Blick. Komisch gucken. Ich gucke überhaupt nicht komisch. Zuckung. Doch, Herr Kuss, immer komisch. Ja, ja. Nein, Sie gucken nicht komisch, Sie sehen komisch aus, aber das meinen wir. Ist es ein Werkzeug, Herr Balder, ein Werkzeug? Das könnte man eventuell so nennen, ja, auch. Ja. So. Ein Stirnbart. Ist das vielleicht eine bestimmte... Also sagen wir mal, nicht ein Werkzeug, nein, aber... Nein, aber an einem zum Beispiel, an einem etwas, was ein etwas kann. Eine Raupe, ein Baggergedöne. Ein Baggergedöne. Wir waren ja schon an der Frontseite. Wir waren ja schon mit Stirnseite an der Frontseite. Es ist etwas an der Frontseite eines Werkzeugs oder eines Gefährtes, was die Erde aufwühlen kann. Es sieht aus wie ein Bart, nein. Zähne. Ein Stirnbart könnte zum Beispiel dieses Gerät sein, das vor einem Zug ist, um Leute, die da rumliegen, wegzuholen. Kühe, sagt doch Kühe. Auch Kühe. Nein? Auch Kühe, genau. Leute, die da rumliegen, blöde Kuhler. Nee, also es ist kleiner, es ist kleiner. Wie ist groß ist es denn? Kannst du es mal zeigen, wie groß es ist? Soll ich es mal zeigen, wie groß? Ja. Ungefähr. Das ist aber schon ausgewachsener. Ja. Ist der Stirnbart vielleicht bei einem Abzieher? Es gibt Abzieher, die haben vor dem Abziehbereich... Ist der Abzieher so etwas wie der Abdecker? Was ist denn ein Abzieher? Zum Saubermachen einer Scheibe, um das Wasser abzuziehen. Okay. Oh, scheiße, ich hab's gesagt, ich hätte einschicken können. Ich dann selbst lösen. Ruhe, der Doppelverdiener. Das ist ja jetzt echt mal ein Skandal. Die Jahre habe ich geahnt! Die haben sie verraten! Die haben
So, und dann gibt es Abzieher, die haben davor noch so einen Lappen, der da so dran ist. Das ist an der Stirnseite. Aber die Richtung, die wir nähern uns. Also langsam, aber wir nähern uns. Also sind wir bei Scheibenwischern? Nein, wir, wir sind bei Schrubbern. Es gibt Schrubber, die haben vorne noch so eine, einen sogenannten Stirnbart, der entweder dafür da ist, um den... Wir sind beim Staubsauger. Den Schrubblappen, Lappen mit Doppel-B wird der übrigens geschrieben, den Schrubblappen zu befestigen oder aber um ihn den ganzen Schrubber umzudrehen, um verkrustete Reste auf dem Boden abzukratzen. Ist die richtige Richtung? Ist aber ein Putzgerät. Nein, wir sind im Bad. Wo sind wir? Im Bad. Wie, im Studio? Ich fühle mich gerade sehr im Badezimmer. Wir sind in der Wohnung, wir sind bei Reinigungsmittel. Also im Bad brauchen wir es eher nicht, obwohl... Aber natürlich in der Küche, klar. Obwohl Küche. Heute schon, ja. Doch, braucht man auch im Bad, kann man dann auch hat es was mit dem Fernseher zu tun. Bei iPhone... Weil hängt man da ja auch öfter mal Fernseher hängen. Sind wir bei einem Rechen oder bei Schnee, also um etwas... Aber diese Schieb-Schab-Geschichte... Ich habe doch gesagt so. Es gibt doch auch kleine Rechen. Für kleinen Schnee? So. Ein Stirnbart. In welchem Raum sind wir denn? Wenn wir den Raum hätten, würde es uns helfen. Mir fällt gar nichts an. Wir befinden uns in der Küche. Wir können in jedem Raum sein. Ah, dann ist das etwas, was in jedem Raum gebraucht werden kann. Jalousien. Es hat was mit... Was kann denn in jedem Raum gebraucht werden? Eine Tür. Eine Tür. Fenster. Türen. Ein Staubsauger. Man braucht irgendwas, um rein und raus zu kommen. Lichtschalter. Man muss es nicht unbedingt haben, aber man kann es haben. Luft. Klimaanlage. Ein Kamin. Eine Decke. Das wäre zu wünschen im Haus. Stirn. Was kann man denn in jedem Raum? Eine Fliesen zum Beispiel. Wobei Fliesen sind im... Du hast sicher auch im Wohnzimmer Fliesen. Das kann ich gar nicht in der Wohnung. Und das Schlafzimmer. Sogar das Schlafzimmer ausspritzen. Sogar das. Zur Reinigung. Ekelhaft. Stirnbar. Also es ist an der Front von etwas in der Wohnung. Und es sieht aus wie ein Bart. Und ich meine, aber Bart sieht ja sehr unterschiedlich aus. Ich zeig's euch. Oh Mann. Oh, eine Tüte. Eine Tüte. Was habe ich in dieser Tüte? Ein Stirnbart. Eine Tapezierbürste. Oh Mann. Scheiße, du warst so nah dran mit deinem Schrubber. Das hier vorne bezeichnet man als Stirnbart. Bart. Dann hat die Bürste ja zwei Gesichter, eins vorne, eins hinten. Aber kennen wir alle, oder? Sehe ich das falsch? Natürlich kennen wir das alle. Sicher. Ich meine, er hat nicht hochtapeziert, aber schon oft. Ich habe Cornelia Kirsten aus Rostock, 500 Euro. Gratulation. So, meine Damen und Herren. Das war sehr schön. Wir haben wieder viel gelernt heute, Doktor. Ich habe Hirschhausen heute hat auch gelernt heute, was ein, wie war das nochmal? Ein Birnenstopfer. Das ist auch sehr schön. Und ich weiß, was ein Relief ist. Ja, das finde ich ganz großartig. Und ich weiß, was Irreführung ist, weil sie wollten doch eben nur auf Tapeten raus und sagen, in jedem Raum, als hätten wir diese alten Tapetenschrubber in jedem Raum liegen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist. Ein schönes Schlusswort von Herbert Feuerstein. Macht es gut, schönes Wochenende.